gar nicht so schlecht. Da hast du deine Schutzbrille. Da ist meine Schutzbrille. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt hier wissenschaftliche, physikalische und chemische Tests machen, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, dann muss auch das Outfit einigermaßen stimmen. Du hast hier nämlich immer einen Wissenschaftstake. Frau Professor Doktor heißt das. Und wolltest mir auch alle 11 Dimensionen erklären? Das machen wir aber erst später. Ja, das ist auch sehr schwierig, muss ich gestehen. Ja, natürlich. Da muss man auch, Aber wenn das jemand kann, dann möglicherweise du. Ich bin mir nicht so sicher. Grundlage des Ganzen ist dieser lustige, wie heißt er, Hokuspokus-Zaubern mit Physikkasten ab 7 Jahre. Also nicht bis, sondern ab 7 Jahre. Ja, genau, also das ist Richtige. Auch für uns noch spannend. Und ich habe mir als erstes, also das muss man hier erklären. Die Anleitung sieht schon so toll aus, ne? Also das ist schon. In der Anleitung ist genau vorgegeben, was man auch sagt in diesen Sprechblasen. Ach, da wird genau vorgegeben, was man sagen muss. Und das musst du gleich auch so sagen. Ne? Ein mutiger Fakir-Ballon steht da. Den also, machen wir jetzt, oder was? Das würde ich dir als Text geben, dass du das auch passend vorliest. Ich habe schon mal gebastelt. Mutiger Fakir-Ballon. Ein Luftballon wird sanft auf ein Nagelkissen gedrückt, ohne zu platzen. Und das ist das Nagelkissen? Hey. Da habe ich eine halbe Stunde dran gebaut. Ich sag's nochmal. Und das ist. Ja, aber. Ja. Für unsere Heftzwecken. So. Zu diesem Zwecke, für die Kameraleute vielleicht eine Überraschung, dass das hier stattfindet. Großer Luftballon, Reißnägel, Nagelkissen, Klebstoff. Haben wir Klebstoff? Nein, ich habe alles mit dieser Film gelöst, vorbereitet ist. Wir blasen jetzt um die Wette. Ja, natürlich. Ich nehme den gelben und du den roten. Ist der denn auch gleich groß? Nee, das geht nicht. Nee, mein Freund, dann ist der viel größer. Dicker. Der ist größer und dicker, aber weil dann ist das unfair, weil dann kennt ihr das und dann pustet man so doll, bis einem die Backen wehtun. Also kennst bei diesem Trick. Jetzt sag doch mal, kenne das. Bei diesem Trick geht es darum, ich blase auf, bis mir die Backen wehtun. Bei diesem Trick geht es darum, diesen Luftballon. Aber ich sehe gerade in der Anleitung, man muss die gelben nehmen. Ja, wir müssen die gelben nehmen. Nehmen wir die gelben. Dann tun uns die Backen. Die kleinen sind auch eher so Wasserbomben, glaube ich. Ne? Also ich habe damit zumindest früher immer Wasserbomben gemacht. Probleme, einen Knoten damit reinzukriegen. Und wir blasen. Und die Wette habe ich schon gewonnen, oder soll er platzen? Nee, ne? Nein, darum geht es ja, dass wir gleich erklären, warum es nicht platzt. So. Die Spannung steigt ins Unermessliche, da kann ich mich nur entschuldigen. Das war uns selber nicht bewusst, wie spannend das wird. Und es geht jetzt darum, dass du, das ist möglicherweise schon dem Trick ab. Jetzt habe ich der Maske einen Gefallen getan und direkt meine Frisur zerstört. Du musst jetzt die Rolle dieses Zauberer-Künstlers Vorbereitung, einnehmen. Bau des Nagelkissens. Nein, das haben wir alles gemacht. Das haben wir alle schon. Die Sprechblase muss ich vortragen. Diesen Luftballon habe ich von einem echten Fakir aus Indien. Zeige den aufgeblasenen Luftballon. Auch er ist es gewohnt, auf einem Nagelkissen zu ruhen. Zeige das Nagelkissen. Das ist hier. Toll. Und jetzt? Natürlich würde er darauf sofort platzen, wenn man ihn nicht vorher verzaubern würde. Abra Fakira, Ballon, platze nicht. Ich habe hier, Gott, ist das kindisch, aber egal, ja, platze nicht. So. Lege den Luftballon vorsichtig auf das Nagelkissen, drück nun gleichmäßig und nicht zu kräftig auf den Ballon, bis er sich deutlich sichtbar verformt. Aber Vorsicht! Drück nicht zu kräftig, sonst platzt er doch. Nein, der platzt ja nicht, der ist ja verzaubert. Das darfst du nicht vorlesen, nur die Sprechblasen. Hast du doch gesagt. Sprechblasen und machen. Das platzt doch eh jetzt. Doch, der platzt nicht, das gibt es doch gar nicht. Ist er verzaubert von einem Fakir? Das ist ja. Also, es ist ja unfassbar spannend. Welt der Physik. So, wo war das denn? Jetzt habe ich die Seite zugeschlagen. Oh, das war doof. Das war so mittig, aber das. Ja, ein echter Fakir-Ballon. Vielen Dank. Was passiert? Ja, ist hier noch unten drunter. Die Kraft, die du mit deiner Hand auf den Ballon ausübst, verteilt sich gleichmäßig auf den gesamten Reißnägel. Der Ballon wird an keiner Stelle so stark auf einen Reißnagel gedrückt, dass er platzen würde. So können wir gut am Kieselstrand barfuß laufen, aber der Tritt auf einen einzelnen Kieselstein kann doch ganz schön pieksen. Jetzt wissen wir Bescheid, du hast es trotzdem geschafft, das kaputt zu machen. Ja klar, ich meine, das will doch der Zuschauer sehen, dass das es dann eben doch schief geht. Und dann kann ich das da so dranhängen. Normalerweise klappt das. So, wir haben leider noch die Zeit, um ein weiteres Experiment zu machen, das ich uns rausgesucht habe. Man muss das mal zur Erklärung sagen, warum wir das hier überhaupt machen, ist, dass ich den Seppo immer in den Ohren lege. Ich möchte einen Wissenschaftstake mit ihm machen, weil ich mich dafür sehr interessiere. Und zum Geburtstag bekam ich nun unter anderem diesen fantastischen Hokuspokus-Physikkasten. Was hast du denn sonst noch bekommen?
Was? Oh, ich habe. Oh, soll ich das? Das kann ich hier nicht. Nein, nee, das kann mir unmöglich sein. Das kann ich hier. Ich habe einen Kuchen bekommen. Der Seppo hat mir auch einen Kuchen gebastelt. Gebacken. Ja. Einen großen Kuchen. Ja. Es war ein Abdruck. So, wir haben noch Zeit für dieses kleine Experiment. Ist Horst da drin? Du musst ja nur das sagen, was in den Sprechblasen vorbereitet ist. Gehorsame Zauberschachtel. Also, habt ihr schon mal eine dressierte Schachtel gesehen? Oh, nein. Hier habe ich eine. Steht hier. Halte die Schnur locker gespannt und lass die Schachtel mehrfach schnell zwischen deinen Händen hin und her rutschen, indem du mal die linke und mal die rechte Hand höher hältst. Guck dir das an, wie du rutscht. Aber wenn ich es ihr befehle, bleibt sie stehen. Kurze Pause, Stopp. Stopp. Okay, was? Das war zu einfach. Das geht. Jetzt aber richtig. Das ist ja. Aufgepasst. Da ist die Kamera. Ja, hallo. Spann die Schnur leicht an, sodass die Schachtel stehen bleibt. Und jetzt rutsch. Lass die Schachtel weiter rutschen. Du darfst ja nur lesen, vorlesen, was in den Sprech. Du verrätst ja diesen unglaublichen Trick. Also ich frage mich gerade, stehen die Naturgesetze auf dem Kopf oder was passiert? Ich verstehe den Trick dahinter gar nicht. Der Trick ist der, ich habe angerufen und gefragt, was ist der Trick dahinter? Du bist leicht warm hier, ne? Also der Trick ist, ja, das ist die Magie. Ja. Das ist die Magie. Der Trick ist der, dass der Zuschauer natürlich denkt, aha, die rutscht von oben nach unten, ja. So wie man es von der Schwerkraft kennt. Ja. Und dann passiert Folgendes, sie bleibt stehen. Verrückt. Aber warum? Wo ist die Schwerkraft hin? Aber warum? Ja, warum? Ja. Weil diese Schachtel, Achtung, präpariert ist. Es ist ein Trick. Nein. Können wir auch zeigen, denn in der Schachtel... Ja. Mein Gott, was ist denn das? In der Schachtel ist so eine gebogene Pappe. Und wenn man jetzt, und das hat der Zuschauer natürlich nicht gesehen, wenn man den Faden spannt, dann... Dann drückt der Faden. Er steht da doch, dann drückt der Faden. Ich habe da angerufen, man hat mir das erklärt. Die haben mir dann erklärt, dass ich selber schuld sei, so einen Kasten gekauft zu haben. Tolle Firma, Kosmos, wirklich. Ich weiß gar nicht, durch das Spannen des Fadens drückt die Pappe, diese diese sagenumwobene Pappe. Ja, jetzt sag es doch endlich. Ja, ich weiß es ja nicht, mir fehlt das Verb. Die Pappe drückt dagegen und dann ist diese magische Schachtel. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann ist das... Ach, hier die erste Seite. Die erste Seite. Was passiert? Wird die Schnur gespannt, dann drückt sie auf den Pappstreifen und bremst so die Schachtel. So einfach ist das. Ja. Wahnsinn. Und das kann der Zuschauer natürlich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dem Zuschauer zu Hause jetzt Physik näher gebracht haben oder natürlich, ob die sich eher denken... Natürlich, Schwerkraft, hallo. Sie haben sich weiter von uns entfernt. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch so ein paar Freaks unter euch, die genau das toll finden, so wie ich zum Beispiel. Ja, also ich fand das jetzt... Wir machen gleich noch mehrere Versuche. Ob Seppo später mit der Hand aufs Nagelkissen drücken soll, das könnt ihr uns gerne schreiben. Oder wer von uns das machen soll, er hat da selber Spaß dran. Einfach bei uns auf die Facebook-Seite schreiben oder auf nrw.tv in unserem Mediathek. Könnt ihr auch immer Themen abgeben und auch eure Meinung dazu, ob das jetzt vollkommen bescheuert war oder super. Das war's. Jetzt erstmal von uns. Ne? Toll, ne? Schön war das.